Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von Notruf 112 Teil 2 Freiwillige Feuerwehr. Kupplung auf der einen und zwei B-Kupplungen auf der anderen Seite. Damit konntest du den B-Schlauch vom Hydranten mit der A-Kupplung der Pumpe verbinden. Jetzt kennst du schon mal eine Möglichkeit, an Löschwasser zu kommen und dieses zum Fahrzeug zu führen. Fehlt noch die Löschwasserabgabe. Um nun eine Armatur zur Wasserabgabe anzuschließen, verwenden wir einen Verteiler. Hol einen und verbinde ihn mit einem weiteren B-Schlauch mit der Pumpe. Den Fehler habe ich irgendwie durch Neuspielen beheben können, dass wir vorhin festgesteckt sind. Jetzt tut alles und wir können hier weitermachen. Gehen wir mal hier zum Verteiler. Alles verbinden. Wir nutzen bei uns meistens Schnellangriffsverteiler. Das heißt meistens, wir haben zwei Verteiler auf dem LF, auf dem ersten LF, als Schnellangriffsverteiler. Links und rechts, da muss man quasi nur noch den Verteiler rausziehen. B-Schlauch ist schon zusammengerollt hier unten drin und angeschlossen. Das heißt, man zieht den Verteiler raus, eine B-Länge nach vorne und gibt dem Maschinist einfach noch das letzte Ende vom B-Schlauch. Der kann es anschließen und man spart sich dann hier nochmal das manuelle Ausrollen vom Schlauch. Und der Schlauch fährt unter Wasser, unter Land. Ab diesem Punkt können bis zu drei Armaturen zur Brandbekämpfung durch C-Schläuche am Verteiler angeschlossen werden. Das sind dann meistens Stahlrohre, die es in verschiedenen Arten und Größen gibt. Diesen Schritt lernst du im Detail im nächsten Lehrgang. Bis dahin ist deine Hauptaufgabe bei Einsätzen der Aufbau der Wasserversorgung, wie du es heute gelernt hast. Das war mein Teil. Heinz wird sich nun mit dir das TLF und die technische Hilfeleistung anschauen. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns. Lustig, dass man auf dem TLF technische Hilfe lernt. Das macht auf dem HLF ein bisschen mehr Sinn, aber ich bin gespannt. Moin, kann es direkt weitergehen? Gut, moin. Wenn es nicht brennt, lautet die Einsatzart häufig technische Hilfeleistung. Diese Einsätze können sich sehr voneinander unterscheiden und erfordern dementsprechend auch sehr unterschiedliche Geräte. So wird für umgestürzte Bäume eine Kettensäge benötigt, natürlich mit der dazugehörigen Schnittschutzausrüstung, während für eine Türöffnung auch eine einfache Bohrmaschine oder ein Stemmeisen ausreicht. Da dir noch der entsprechende Lehrgang zum sicheren Umgang mit diesen Geräten fehlt, ist deine Hauptaufgabe bei solchen Einsätzen, diese Geräte zu holen und bereitzulegen, falls sie benötigt werden. Damit du weißt, wo sich diese Geräte auf dem TLF befinden, solltest du dich mit dem Fahrzeug vertraut machen. Zur Übung bringst du mir bitte mal die Kiste mit dem Akkubohrer und danach suchst du bitte das Halligan-Tool. Unser TLF ist nicht so komplex bestückt mit Dingen. Aber hier scheint das wohl so zu sein. Okay. Hände hoch oder ich bohre. Sehr schön. Schweres Gerät wie eine Kettensäge darfst du im Einsatz erst nach einem weiteren Lehrgang benutzen. Natürlich gibt es auch Geräte, die du ohne extra Lehrgang benutzen darfst. Zum Beispiel befinden sich im Dachkasten vom HLF ein Besen und ein Kehrblech, die zum Aufhegen von Bindemitteln nach dem Binden von Betriebsstoffen wie Benzin und Öl benutzt werden. Ein anderes Beispiel hältst du gerade in deinen Händen, das Halligan-Tool. Es wird in vielen Einsätzen benötigt. Es handelt sich dabei um eine spezielle Bauform einer Brechstange, welche einen Dorn, eine Klinge und einen Blechschneider besitzt. Es zeichnet sich durch seine vielen Einsatzmöglichkeiten aus, die meist dem Zweck dienen, sich ohne große, aufwendige Geräte schnell Zugang zu verschaffen. Probiere es doch mal direkt an unserer Übungstür hier aus. Alles klar. Wie du sehen konntest, ist es eine Leichtigkeit, mit dem Halligan-Tool eine Tür zu öffnen. Die Zeit, die wir damit sparen, rettet wortwörtlich Leben. Die letzte Gerätegruppe, mit der wir uns heute befassen werden, dient dem Schutz am Einsatzort. Okay.
Damit Einsatzkräfte sicher und schnell arbeiten können, muss der Schutz am Einsatzort entsprechend gegeben sein. An Straßen ist eine der größten Gefahren der Verkehr. Um sich gegen diesen abzusichern, setzen wir hauptsächlich Verkehrsleitkegel, Warnlampen und Warndreiecke ein. Diese werden nach verschiedenen, in der Dienstvorschrift bestimmten Regeln auf die Straße gestellt, wobei sich diese Regeln je nach Straßenart ändern. Dies gehört von Anfang an zu deinem Verantwortungsbereich. Du solltest also wissen, wo diese Dinge auf dem Fahrzeug sind. Zur Übung holst du bitte mal die Verkehrsleitkegel und die Warnblitzleuchten und stellst sie auf. Okay. Herr Legentool. Komme ich mal wieder auf? Ich fände es so cool, wenn man den Notrufeinsatz 2 die einzeln setzen könnte. Also einer hier, einer da, einer da, einer da. Das fände ich so ein kleines Detail. Was ich sehr cool fände. Naja. Schade. Perfekt. Als letzten Punkt heute sprechen wir noch den Gefahrenbereich an. Dies ist der Bereich, in dem Gefahr für Menschen, Tiere und auch Schäden an der Umwelt oder Sachgegenständen droht. Im Gefahrenbereich gilt es immer, sich besonders umsichtig und vorsichtig zu bewegen. Zudem versuchen wir uns immer nur so kurz wie nötig im direkten Gefahrenbereich aufzuhalten. Denk immer daran, dein eigener Schutz und der deiner Kameraden hat höchste Priorität. Okay. So, da hier keine Gefahr mehr besteht, räumen wir jetzt alles wieder ein. Na los, pack mit an! Ich fände das lustig, wenn man nochmal das Helligen in die Hand nehmen muss, damit man es richtig verräumt. Oder ob das Spiel erkennt, dass das Helligen schon erscheint, es erkannt zu haben. Cool. Das war's auch schon mit den Grundlagen. Melde dich noch beim Schulungsleiter und sag ihm, dass wir fertig sind. Wir sehen uns beim nächsten Einsatz. Ach, und vergiss nicht, dich vorher wieder umzuziehen. Ei, ei, danke dir fürs Erklären. Danke auch dir. Bevor die mich jetzt überfahren, laufe ich da schnell mal rein in die Umkleide. Und leg die persönliche Schutzausrüstung wieder ab. Und vielleicht kriegen wir gleich unseren Melder spendiert vom Schulungsleiter. Ein Tages-Crash-Kurs, Truppmann. Ah, da bist du wieder. Ich habe zwischendurch mal rausgeguckt. Rainer und Heinz haben dir eine ganze Menge erzählt. Wir haben dich mit in die Alarmierungskette aufgenommen. Das bedeutet, du wirst ab jetzt zu Einsätzen mit alarmiert. Denk dran, im Einsatzfall vorsichtig zu fahren. Schließlich kannst du nur helfen, wenn du gesund und unversehrt hier ankommst. Bis zum nächsten Lehrgang und Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Gut heil. Gut heil sagt man bei uns jetzt eher weniger. Aber danke dir. Wo ist mein Melder? Hallo, ich will meinen Melder haben. Ach, jetzt fehlt wieder die Markierung. Da ist er. In der Decke. So, dann fahren wir mal nach Hause. Da kann man ein bisschen Altglas wegbringen und so. Die Spielwelt ist doch schon ganz umfangreich. Das gefällt mir ziemlich. Und einige Details versteckt. Jetzt nicht zu vergleichen mit irgendeinem Red Dead Redemption oder so natürlich, keine Frage. Aber ist ganz nett.
Ist irgendwie noch das Motorgeräusch vom LKW, was wir da hören im Fahrzeug. Benutze Bett. Ich bin gespannt, was gleich passiert. Okay, Haustür bleibt halt offen. Dass ich zum Einsatz auch schnell rauskomme. Typisch Dachgeschosswohnung. Ah, nein. Dann bleibt die halt auch offen. Ah, okay, jetzt. Ich dachte, heute Nacht kommt gleich der erste Einsatz. So, dann einmal die Milch raus. Choco-Chocks. Und hinsetzen und. Kaffee. Ach, gefrühstückt, wunderbar. Duschen brauchen wir heute nicht. Waschmaschine. Wohnungstür. Oh. Nee. So. Oh, jetzt ein bisschen To The Place Videos gucken. Das wär's. Erstmal hier aufs Sofa chillen, YouTuber machen. Okay. Das ist cool. Guck mal, das sind Unterschriften von den Mitarbeitern von Kinetic, vom Entwicklerteam. Wo ist denn der Carsten Videra? Und der Rubicon? Ich habe keine Ahnung. Kann ich ihn hier kennen?